Dieser Titel enthält Darstellung von Selbstmord, Selbstverletzung, Missbrauch, Trauma und Mobbing. Ja, Warnung geht raus, Chat. wenn ihr davon nichts mitbekommen habt, wurde bei der Mittwoch Shadow gedroppt, einfach ein neues Silent Hill. Ich weiß nicht, von wem das gemacht wurde, von welchen Entwicklern, was die, wofür die schon vorher bekannt sind. Aber es ist Free-to-Play auf der PlayStation, kam einfach so raus. Und Fokus, oder was heißt Fokus, Thema des Spiels ist wohl so Social Media und so ein Kram. Also es wird wahrscheinlich irgendwie in Richtung davon gehen, dass irgendwie das Girl Cybermobbing wahrscheinlich irgendwie durchlebt oder sowas. Im Trailer ist sie am Anfang direkt vom Dach gesprungen. Also kann es sein, dass sie irgendwie ein Opfer von Cybermobbing ist oder sowas. Und dann, ja, sich irgendwie das Leben nimmt. Und dann geht alles los plötzlich mit Silent Hill, dies, das und so, ne? Die Anderswelt und hast nicht gesehen. Also ja, die Triggerwarnung sollte man ernst nehmen. Da kommen ganz schöne Brocken teilweise. Ja, deshalb, Chat, Vorsicht. Vorsicht! Ich lass auf Standard, ne? Boah, wieso ist mir auf einmal so kalt, ey? Das, the short message, ja wahrscheinlich schon allein, the short message sagt uns schon eine kleine Nachricht von dir, die du vielleicht gar nicht so ernst meinst, aber vielleicht irgendwie, weil die gerade Hate bekommt, du dann auf ihren Instagram gehst und in den DMs schreibst, sowas von wegen, ich hoffe, du stirbst. So eine kleine Nachricht, so eine short message, ja, kann das so hart triggern. Also Vorsicht, Vorsicht, was ihr schreibt im Internet, ja. Okay. Ja, let's go. Ich bin sehr gespannt, was es ist. Schreibt ihr auch immer auf Insta die DMs. Du meintest, Paul, auf Discord, die Musik ist von, wie heißt der? Yamaoka? Von dem Typen, der halt damals auch die Silent Hill Musik gemacht hatte? Stimmt das? Oder habe ich mich verlesen? Wenn du das Gefühl hast, dass du suizidgefährdet bist oder dich selbst verletzen könntest, wende dich bitte an Experten, die dich professionell beraten, unterstütze oder medizinisch behandeln, um Selbstverletzungen und Selbstmord vorzubeugen. Wenn du dort Hilfe brauchst, wende dich bitte an eine örtliche Hotline oder ein Krankenhaus. Da seht ihr das Chat. Ruft an. Tut euch nicht weh. Habt euch lieb. Denn ich liebe euch auch. Und Jesus sowieso. Akira Yamaoka, genau. Okay. Also ein bisschen Silent, also egal wie das Spiel ist, ein bisschen Silent Hill haben wir. In Form von Musik. It's running away. The strongest animals don't form groups. They act alone. And need only themselves to survive. Those who betray themselves to fit into a group are pathetic. There's no beauty in living like that. I want to be strong on my own, without a group. If there were only someone who would understand that to adult me. Ist jetzt doof, aber Chat, ich glaube, wir müssen gleich direkt eine Pause machen. Ja, ich muss kurz Katzen füttern. Ja, wir gucken uns nur die Intro-Cutscene kurz an. Menschen sind halt Herdentiere, also stimmt direkt nicht. Ist das nicht so? Ist das nicht so, dass eigentlich eines der menschlichen Bedürfnisse sozialer Kontakt ist? Dass der wichtig ist für uns? Deshalb sieht man uns ja auch als: Ich will dir zeigen, kannst du zur Villa kommen? Ich will dir was zeigen, ich kann nicht lesen. Die gute Maya. Dass wir quasi eigentlich so gedacht sind, dass wir eigentlich in Gruppen
oder was heißt Gruppen leben sollten, in Herden leben sollten, ne, weil sozialer Kontakt für uns eigentlich schon überlebensnotwendig ist. Ich meine, du kannst theoretisch schon mit sehr, sehr wenig Sozialkontakt leben, aber dann wirst du vielleicht irgendwie Defizite aufweisen, die vielleicht in eine ungesunde Richtung gehen. Chat, ich gehe ganz schnell Katzen füttern, ne? Weil Bianco ist gerade wach und dreht jetzt durch. Ich ganz schnell. Ich bin eine Minute wieder da. Ich habe auch eine Decke mitgebracht, weil gerade irgendwie arschkalt ist. So, ich hoffe, dass die Decke bringt was. Nein, ich bin mit dem Stuhl drauf gefahren. Was? Leise, er kommt? Was hab ich verpasst? Was habt ihr Gruseliges gemacht ohne mich? Bei mir ist leider arschwarm. Ich wünschte, bei mir wäre arschwarm. Junge. Niemand macht einen Mucks. Okay, dann lass weiterspielen. Ich will dir was zeigen. Kannst du zur Villa kommen? Oh, yeah. Maya told me to come here. Komm. Ist das irgendwie ein bisschen leise? Voll aufdrehen, Digga. Okay, let's go. Ist auch so gesehen das erste Silent Hill in First Person, oder? Oder gab es irgendein anderes Spin-off, was auch First Person war? Assemble! Oh. This model. Is it this building? Vielleicht der V-Teil ist doch First Person. Nee, oder? Vielleicht nur bei den Weglaufszenen. Ich glaube nur bei den Weglaufszenen, oder? Der Plan zur Erneuerung von Kettenstadt. Eine Übersicht. Kettenstadt war lange eine aufblühende Grenzstadt. Seit einigen Jahren zieht es junge Erwachsene jedoch scharenweise in die Ferne, sehr zur Beunruhigung der Stadt. Im Rahmen dieses groß angelegten Projekts soll Kettenstadt mit der Unterstützung von chinesischen Investoren zu altem Glanz verholfen werden. Das Motto des Projekts ist Wiederbelebung. Die Grundstücke, die 2008 von japanischen Unternehmen ausgebaut wurden und nun leer stehen, sind ein bekanntes Problem. Wenn wir sie umfunktionieren, können wir die Kosten enorm senken und unsere Vision für ein neues Kettenstadt verwirklichen. Wow. So this place didn't always suck. Our parents dreamed of this? Freedom.
Die Pläne zur Erneuerung von Kettenstadt haben einen weiteren Rückschlag erlitten. Durch die Covid-19-Pandemie sind Investoren aus dem Ausland zurückhaltender geworden. Beim letzten Versuch sind die Pläne der Stadt an der Instabilität gescheitert, die durch die weltweite Finanzkrise 2008 ausgelöst wurde und Investitionen durch japanische Unternehmen und Kreditinstitutionen unmöglich gemacht hat. Zwei gescheiterte Erneuerungsversuche, zwei Fehlschläge durch bedauerliche externe Faktoren. Kettenstadt will sich wieder aufrappeln, doch die Arbeitslosigkeit steigt. Der Stadtrat zieht in Erwägung, die Wirtschaft zu fördern, indem es gut ausgebildete Fachleute in die Stadt lockt. Doch bisher wurde keine effektive Maßnahme umgesetzt. Everyone's losing their futures. That's all adults are. A slave to the system. Die armen Erwachsenen. Aber sind wir das nicht alle, Chat? Wir sind alle Sklaven des Systems, oder? Wir alle müssen Geld verdienen, arbeiten und Steuern zahlen. Wir sind alle Sklaven des Systems. Where are you, Maya? Das ist also die Villa. Das ist die sogenannte Villa hier. Oha, Puppe. Gruselig. No exit. I'm trapped. I've always been trapped. Okay, I've always been trapped. In meinem eigenen Körper fühle ich. Oh great. It's locked. Das Gehör geht mir jetzt schon auf die Nerven. 28. September 2021. Mitteilung zur anberaumten Versammlung an alle Bewohner der Villa. Wir haben nach den jüngsten Nachrichten viele Anfragen zur Verwaltung des Gebäudes erhalten. Daher möchten wir eine Versammlung abhalten, um unsere Richtlinien formal zu erklären. Wir hoffen, dass Sie anwesend sein können. Ich bin verwirrt, wieso dieses Spiel jetzt kostenlos ist. Ist das irgendwie eine Demo, sozusagen eine Demo für ein kommendes Silent Hill? Es ist ja noch eins in Mache. Silent Hill F. Dann einzeln mache von Annapurna, oder ist das von Annapurna, das Silent Hill F? Es waren ja irgendwie noch, neben Maya? Silent Hill 2 waren ja noch zwei in der Mache. Denkst du, das wird sowas wie die Resi-Demo? I don't know. Oder, keine Ahnung, es ist halt weird, dass sie das kostenlos anbieten. Oder sie wollen einfach nur irgendwie die Silent Hill Marke pushen, I don't know. Aber dann ist es trotzdem kostenlos. Eine Graffiti-Künstlerin braucht nicht mehr als eine Sprühdose und eine leere Wand. Die Mauern eines gewissen Wohngebäudes von Kettenstadt halten für diverse Künstler als Leinwand her und überraschen täglich mit einem neuen Kunstwerk. Unter diesen Künstlern ist auch Social-Media-Star CB. Ihre Leidenschaft für Blumen wird schon in ihrem Namen deutlich, der für Cherry Blossom steht. Die Kunst von CB fängt die Herzen der Jugendlichen ein wie kaum eine andere. Also haben wir sie um einen Kommentar gebeten. Ihre Augen fixierten ihr neuestes Werk, als sie uns sagte: Ich will damit darstellen, was diese Mädchen fühlen, aber nach außen nicht zeigen können. Wenn sich jemand mit einem Graffiti identifizieren kann, dann wahrscheinlich, weil sie dasselbe durchmacht. CB fügte hinzu, dass die Blume, die sie auf den jungen Mädchen ihrer Kunstwerke erblühen lässt, aus ihren Narben herauswachsen. Guck. Und es gibt doch ein Silent Hill Spiel, was schon geteased wurde, wo Blumen im Fokus waren. Das war doch dieses ganz neue Silent Hill Spiel, was nicht von Annapurna ist, sondern so quasi Silent Hill 7 ist. Und da war doch auch irgendwie so, dass irgendwie Pflanzen aus deren Körpern rausgewachsen sind oder so. Die Blumen stehen dafür, dass die Mädchen vergangene Traumata überwunden haben oder dies zumindest versuchen. Das hieß F, ne? Genau. Maybe als Marketing-Move. Silent Hill hat bis auf die ersten drei Games keinen guten Track-Record. Und das soll vielleicht einfach Good Faith sein. Ja, Good Faith werden sie verlieren, sobald Silent Hill 2 rausgekommen ist. Ja, ich bin mir bei den Namen nicht sicher. Ich weiß, es hieß 1F. Ich weiß, es kommt ein Main-Teil, was so quasi Silent Hill 7 ist. Und das andere ist noch ein Spin-Off, was von Annapurna gemacht wird. Und ich bin mir jetzt nicht, war mir jetzt nicht sicher, wer was von beiden jetzt Annapurna ist und was das andere Main Game ist. Aber F ist dann wahrscheinlich dann das Main Game. Ja, das F steht für First Person. Did Maya do this? CB. Cherry Blossom. Ach, Maya ist Cherry Blossom. That's Maya's signature. She's
Es war doch das Remake, das F-Ding und diese Serie. Nee, es kommt noch ein anderes. The city's a blank canvas, begging for us to paint it with our hopes and dreams. Auf einmal Alan Wake. The hidden side of girls, their impulses, their urges. What are you hiding inside? Don't worry about what people think. Be proud. Das war echt, das war nicht CGI. Das hat mir, das war so cool auch bei Alan Wake. Also Alan Wake 2, Mixes aus Videospiele und Film. Das war auch sehr cool. Mochte ich sehr gerne Alan Wake 2. Hat gerade Shiva geknurrt. Ich habe so Bock, Alan Wake 2 zu spielen, aber ich habe den ersten noch nicht durch. Zieh durch. Ist die Puppe aufgewacht? Ah, hier, das ist die oben. Okay, es geht direkt los. Oh, Biako, bitte! Ich will mich spoopen. Ich kann mich nicht spoopen, wenn du rumschreist. Who's there? Mein Gamepad macht Geräusche. Amelie, alles in Ordnung? Schläfst du noch? Tut mir leid, wenn ich dich geweckt habe. Ich habe dich gestern nicht auf der Arbeit gesehen. Fühlst du dich immer noch nicht gut? Nimmst du deine Medikamente? Entschuldigung für die späte Antwort. Bin eingeschlafen. Die weiße Nachricht ist... Nee, das ist nicht von uns. Die blauen sind von uns. Kein Problem, wie geht es dir? Okay, ja. Gut, ich schaffe es inzwischen, mich etwas auszuruhen. Ich wollte dich nicht erschrecken oder so. Kein Problem, ehrlich, alles gut. Bin noch ein bisschen müde, aber ich stehe bald auf. That's a relief. Gott, Biako. Ich habe extra vom Start gerade ihn gefüttert, weil ich dachte mir, dann hält er die Fresse. Jetzt dreht er es recht durch. Das sind alles Twitter-Posts. Liar, dumb, freak. Ugly. No way. For real, for real. Loser. Der hat sich aber echt viel, jemand sehr viel Mühe gegeben, diese ganzen Post-its zu kleben. Sogar außerhalb, da oben. Mann, da war ja bestimmt richtig ätzend, da hinzukommen, ne? Kindesmisshandlung, Vernachlässigung in Kettenstadt. Laut einer Erhebung gab es in Kettenstadt im letzten Jahr beinahe doppelt so viele Fälle von Kindesmisshandlungen wie im Durchschnitt der entwickelten Länder Europas. Als Ursache werden die wirtschaftlichen Probleme und die daraus resultierende Armut vermutet. My mom loved me. Das klang nicht so, als würde sie das ernst meinen. Das klang so, als würde sie ein bisschen copen. Alter, sogar im Schrank. Antidepressants. I've taken enough medication. Ja,
Poppy's Playtime ging bis gerade eben. Ich bin gerade erst fertig geworden. Boah, Chat. Stream-Idee. Stream-Idee, Chat. Stream-Idee. Wie wär's, wenn wir uns einen Stream hinsetzen und ich zähle alle Post-its? Nein, nicht Mobbing. Wäre das ein cooler Stream, wenn ich alle Post-its zähle? Würde ich schauen. Ich meine, es gibt Leute, die haben gestreamt, wie sie mit einer Gabel ein Glas Wasser leer trinken. Und das haben Leute geschaut. Gezeigt, okay. Es, wir haben hier nicht so eine Martha is dead Scheiße. Danke. Das war halt wirklich bei Martha is dead. Da geht es ja auch so um Borderline unter anderem. Und da war es extrem, da haben die nicht irgendwie die Kamera weggezogen, nicht weggeblendet, nicht irgendwie künstlerisch dargestellt. Digga, das wurde einfach durchgezogen. Und das war so fucking ekelhaft. Oh. Bin noch ein bisschen müde, aber steh bald auf. Was ist mit dir, Anita? Oh, wie heißt Anita? Was? Du sahst neulich nicht so gut aus. Mir geht's gut. Du musst dir keine Sorge um mich machen. Natürlich tue ich das. Ich nehme meine Medikamente. Medikamente sind gut, aber was ist mit der Therapie? Die bringt wirklich, ehrlich gesagt nicht wirklich viel. Mit Erwachsenen zu reden hilft nicht. Einige aus unserer Klasse mussten ins Krankenhaus. Du musst das nicht alleine durchmachen. Ich weiß, ich sag Bescheid, wenn ich was brauche. Und die hatten es verdient. Sie fühlen sich schlecht, weißt du? Sie alle. Selbstverletzung ist schon sehr ungeil, aber wenn das andere mitzieht, muss das ja ultra belastend für die sein. Yo, ciao, Drifter. Es wird einen Martha is Dead Kinofilm geben? Wieso soll man daraus einen Film machen? Mein Gamepad frisselt, Leute. Where am I? Willkommen in Silent Hill. War noch nicht. Ich will dir was zeigen. Kannst du zur Villa kommen? Bist du hier? Ich bin im Studio. Maya? Hier ist ein Monster. Geht's dir gut? Hier ist ein Monster. Geht's dir gut? So entspannt. Vorgelesen einfach. Warum sollte man einen Sonic-Film machen? Ja, aber Sonic-Film ist ja was anderes. Sie haben ja nicht den Sonic-Film nach einem Spiel empfunden. Also nicht nach. Die haben ja nicht einfach Sonic Adventure nacherfunden. Die haben einfach nur den Charakter genommen und einen komplett eigenen Film gemacht.
Das ist ja was anderes. Aber Martha is Dead, denke ich mal, die werden einfach das Spiel nacherzählen. Jugendliche stürzen sich bei berüchtigtem Gebäude weiterhin in den Tod. Oh boy. So gut wie jedes Jahr springt ein jugendliches Mädchen vom Dach eines verwahrlosten Wohnkomplexes in Kettenstadt. Trotz der wiederholten Selbstmorde bleibt das Gebäude, das seit dem Bankrott der Verwaltungsgesellschaft leer steht, leicht zugänglich. Doch weder Jugendliche noch Erwerblose lassen sich von dem düsteren Ruf abhalten und betreten das Gebäude trotzdem. Auch viele junge Graffiti-Künstler nutzen es als Leinwand für ihre Arbeit, während die Bedenken der Anwohner immer weiter zunehmen. Please, not Maya too. She has been acting weird lately. Ich finde, wenn man irgendwie, also wenn es irgendwie ein Spiel-Franchise gibt und man möchte zu diesem Spiel-Franchise einen Film machen, okay, aber halt dann so als Erweiterung, dass man dann irgendwie nicht einfach versucht, die Story des Spiels nachzuerzählen. Das wird halt immer scheiße. Cherry blossoms bloom within the grasp of death. With most flowers, the rot sets in, then they fall. That's the price of new life. Not cherry blossoms, though. They bloom beautiful, they fall beautiful. That's how I want my life to be. Why is she not replying? Come on! I have to find her. Sie ist in der Villa. Sie hat doch gesagt, wir treffen uns in der Villa. Das ist ja keine Villa. Ich glaube, die weiß nicht, was eine Villa ist. Wie fandest du die Resi- oder Silent Hill-Filme? Die waren komplett scheiße. Also der erste Silent Hill-Film ist okay. Der zweite ist katastrophal garbage. Die Resi-Filme sind auch alle garbage, aber die Resi-Filme sind auf ihre Art und Weise cool. Weil sie aber garbage sind. Nicht, weil sie gut sind, sondern weil sie scheiße sind. Sind die cool. Aber bei Resi-Filmen haben die ja auch nicht einfach versucht, die Story nachzuerzählen. Dann ja sogar einen eigenen neuen Charakter eingebaut, um den alles sich dreht. Und dann werden einfach alle möglichen Sachen aus Resident Evil einfach da reingeworfen in die Filme. Pyramid Head hat die Welt gerettet. Ja, der zweite Silent Hill Film, Leute. Da gab es am Ende einfach einen Schwertkampf zwischen Pyramid Head und irgendeiner, also der Antagonistin des Films. Die haben einfach einen Schwertkampf gemacht. Und Pyramid hat gewonnen und die Welt gerettet. Oder halt das Dorf gerettet. So sind die Filme. Und der erste geht noch. Der erste Silent Hill Film, der orientiert sich sehr stark an Silent Hill 1 und Origins. Von der Story her. Hat versucht, das so ein bisschen zusammenzuführen. Nur, dass du halt dort nicht Harry spielst, schaust, sondern du spielst, die haben auf einmal die Protagonisten geändert. Es ist nicht Harry, sondern Girl, die ihre Tochter sucht und so. Und da haben die so ein bisschen Origins und Silent Hill 1 zusammengepackt. Was sehr wild war, aber es war von der Musik her und von der Szenerie eigentlich ganz nett. Nur die Story war halt komplett garbage. Aber dann 2 war wirklich einfach, das war Katastrophe. 2 war wirklich Katastrophe. Oh, the famous suicide spot. Ah, hier springen die alle runter. Oh Mann, ey. Im Nebel der sozialen Medien. Einsamkeit und Angst unter Jugendlichen. Alle der befragten Jugendlichen gaben an, dass sie sich für die pikanten Selfies, die sie online gepostet haben, schämen würden. Zudem sagten sie, dass sie Angst davor hätten, keine Likes für diese Fotos zu bekommen. Alle Befragten hatten ein äußerst schlechtes, ausgeprägtes Selbstbewusstsein. Je größer ihre Ängste und je niedriger ihr Selbstvertrauen waren, desto stärker reagierten sie auf ihre positive Aufmerksamkeit.
Die Erfüllung, die sie verspüren, wenn sie online ein Like bekommen, ist für Erwachsene kaum nachvollziehbar. Weiterhin stuften die Jugendlichen ihr Verhalten auch dann nicht als positiv ein, wenn sie dafür Anerkennung bekamen. Stattdessen fielen sie schnell in ihr verzweifeltes Streben nach Aufmerksamkeit zurück, um die Leere zu füllen. Diese schädliche Suche nach Bestätigung ist vor allem eine Gefahr für Jugendliche, die psychisch noch nicht reif sind. Facts. Ich hoffe, das spielen ganz viele Erwachsene, dann verstehen die, wie ihre Kinder fühlen. Vielleicht wäre zweiter Teil geiler gewesen, wenn es damit geendet hätte, dass Pyramid Head einen Kuchen schneidet. Das wäre geil. Das war Bonus-Ending. Und war das Bonus-Ending oder war das einfach nur so eine lustige Cutscenes, die man als Bonus bekommen hatte? Was ist das für ein Silent Hill? Sorry, kenne mich gar nicht aus. Das ist ganz neu, kam vorgestern raus. Shadow Drop ist irgendwie was ganz Neues. Das war ein Secret Ending. Okay. Ich dachte, irgendwie war das irgendwie so eine Belohnung, wenn du Spiel 20 Mal durchspielst in allen Schwierigkeitsgraden mit allen Kostümen oder so. Und dann kriegst du irgendwie so im Menü so ein paar Bonus-Videos. Ich laufe im Kreis gerade, oder? Ich war hier schon. Ja. Ach, das war gar nicht in Silent Hill 2, das mit dem Kuchenschneiden, das war in Silent Hill 5. Homecoming war ja 5, oder? Doch, 5 war Homecoming. Creepy. Maya. Ja, UFO gibt's in jedem. I hope you're all right. Mal gucken, ob es hier ein UFO-Ending gibt. Übrigens. Nochmal über das College nachgedacht. Ich kann nicht. Du musst dich nicht sofort entscheiden. Also, wenn man mal auf dem College ist, kommt man nicht mehr hierher zurück, oder? Nein, ich komme auf jeden Fall nicht zurück. Also ich komme auf jeden Fall zurück. Meine Eltern würden mir die Hölle heiß machen, wenn ich in den Ferien nicht nach Hause käme. Aber denk einfach nochmal über das College nach, okay? Hab doch gesagt, dass ich nicht kann. Das ist nichts für mich. Studieren ist nicht mein Ding. Du weißt, dass ich dir helfe. Schon gut, ich kann nichts machen. Ich weiß nicht, was ich dort überhaupt tun sollte. Das ist nicht wahr. Du bist viel zu hart zu dir selbst. Sei stolz darauf, wer du bist. Warte, was ist mit den Zeichnungen, die du mir gezeigt hast? Du könntest einen Kunstkurs besuchen. Das könnte Arbeit bringen, oder? Ich bin nicht Mario, okay? Oh, what the fuck? Triggerpunkt? Only doesn't get it. Gotcha. So you don't really like this place. I get it. Es gibt weit mehr als drei Teile. Es gibt sehr viele. Graffiti as nothing but trashy doodles. And my classmates talk about me. Might not be a bad idea to leave town, actually. The great thing about graffiti is the world's your canvas. And as long as I'm with you, I can have fun anywhere. There's no sticky notes. There's no way out. Ja, es gibt drei gute, genau. Aber es gibt sehr viele. Aber nur drei gute. Ja, Origins war auch nicht bad. Origins war okay. Ja, obwohl. Maya, are you here?
Teil 4 war auch okay, nur zu lang. Teil 4 hatte einen Banger-Soundtrack. Aber Teil 4 hat furzende und rülpsende Monster gehabt. Das war katastrophal scheiße. Skizzenbuch. Are these Maya's sketches? Sakura. These aren't even finished. And they look this good. They seem happy. A new life. So full of life. Bist du hier? Wo bist du? Dieser Ort ist gefährlich. Wir müssen hier weg. Maya, bitte antworte mir. Why won't she reply? Where are you? Wenn die überhaupt noch lebt. Am I going crazy? Keep out. It's locked. Soll ich aus dem Fenster klettern oder was? Durch das Skizzenbuch kann ich jetzt zwischen der normalen Welt und der Anderswelt wechseln. She jumped from the villa. Why did she have to die? Maya's tatsächlich. Ich habe das einfach nur so gesagt, aber nicht wirklich. Maya's really Maya ist gesprungen. How could I forget that? Are you all right, Anita? Hello? Hello? Who's this? Find it. Find this, okay. Who
Martha is dead. Sequel, Maya is dead. War das nicht sogar in Martha? Sondern sie hat zwei Schwestern. War das nicht Martha und Maya? Nee, ich denke gerade, glaube ich, an Mayu und Maya aus Fatal Frame 2. Project Zero 2. Da ist ja, glaube ich, Mayu und Mayo. Oder Maya und Mayo. Oder Maya und Mayu. Irgend sowas. Okay, wir wechseln in Janas Welt, oder? Der ist schon ein Gitter. Noch mehr Gitter. Der Boden ist mir noch nicht gittrig genug. Im Trailer sah das so aus, als würde dieser Gegner sich so wie eine Puppe bewegen. Aber jetzt, wo ich sie gesehen habe, die bewegt sich in so Low Frames. Maya died. But her art lives on. Even more followers. 37k, not bad. No one is ever going to notice me. This is where I jumped from. Bad things happen because of you! Maybe I can be like her. Here goes. Don't do it. Die ist nicht gesprungen, Leute. Die hat nur ihr Handy fallen gelassen. Wenn du das Gefühl hast, dass du suizidgefährdet bist oder dich selbst verletzen könntest, wende dich... Okay, das ist dieselbe Nachricht nochmal, ne? We are back in it again! Back at the villa? Wieso nennen sie es die ganze Zeit Villa? Ich bin so verwirrt, wieso sie die ganze Zeit ein Hochhaus Villa nennen. Why didn't I die? Hast du es gefunden? Was gefunden? Kannst du nicht gehen, bis du es gefunden hast? Kannst nicht gehen, bis du es gefunden hast. Bist das wirklich du, Maya? Kannst nicht gehen, bis du es gefunden hast. Maya ist tot. Du bist nicht sie. Kannst nicht gehen, bis du es gefunden hast. Wer zum Teufel bist du? Ich geh wieder. Sag es mir. What the fuck? Hat Maya nicht gesagt, sie will wie ein Kirschbaum schön blühen und fallen? Suiziden ist nicht schön, so eine Doppelmoral. Halt wirklich. Ich muss sagen, aber ich. Diese
Follower-Like-Thematik fühle ich nicht. Also ich meine, ich bin ja selber irgendwie bei dem Thema ja auch irgendwo betroffen, weil ich bin ja auch irgendwie irgendwo Influencer. Oh, no. Und Follower und Likes ist wichtig, auch für mich. Aber ich kann irgendwie null relaten. Das fühlt sich irgendwie so ein bisschen aufgesetzt. So, jetzt wollte man einfach irgendwie so diese Keywords reinwerfen. So, haha, Follower. Es ist ein Spiel für Jugendliche. Wir müssen irgendwas mit Followern und Likes sagen. Gleich kommt noch TikTok oder so. So jeder Marvel-Film ever. Es muss immer irgendwo eine dumme Szene vorkommen in einem Marvel-Film, wo dann jemand sein Handy zückt und sagt, oh Mann, das geht ja voll viral. Scheiße, Mann, schon so viele Likes. Boah, wenn ich das jetzt fotografiere, ich könnte viral gehen, Mann. Boah, du hast schon so viele Follower? Jeder Marvel-Film ever. Das muss ich posten. Aber ja, wir sind wieder am Anfang. Also scheinen wir wohl schon am Anfang des Spiels bereits nicht am Leben gewesen zu sein. Oder vielleicht durchlebt sie gerade immer diesen Weg dahin, wie sie immer hochgeht, springt, dass es irgendwie, wie sie sich gerade vorstellt, dass sie es macht, wie sie die ganze Zeit das im Kopf durchgeht. Dir ist es auch nicht so wichtig, sonst hättest du mit deinem Main-Channel nicht aufgehört, denke ich mal. Ach so. Na, wenn du das sagst. All your fault. Vielleicht gibt sie sich jetzt auch die Schuld dafür, dass Maya gesprungen ist. Oh, jetzt ein Dart-Minigame? Nein? Schade. Ich meine, es ist natürlich ein wichtiges Thema und so, aber es ist halt immer irgendwie, ja, wenn es immer irgendwie so in den Filmen oder irgendwie in Spielen oder so vorkommt, dann ist es immer so irgendwie so ein bisschen cringe. Kinder, die aus Traumata Geschichten machen, Einsamkeit und Angst unter Jugendlichen. Alle befragten Jugendlichen litten wegen vergangener Erfahrungen unter tiefsitzenden psychologischen Problemen. Interessanterweise brachten alle Teilnehmer diese als grandiose Geschichte zum Ausdruck. Ein Mädchen sah sich als tragische Heldin und war davon überzeugt, bei ihrer sie missbrauchenden Stiefmutter aufzuwachsen, während ihre liebende echte Mutter anderswo auf sie wartet. Ein anderes Mädchen glaubte, dass ihre Kindheitsnarben eines Tages zu wunderschönen Kirschblüten gedeihen würden. Das hat ja Maya gesagt. In diesem Angesicht extremer Not, zweckdienlichen Geschichten entstehen aus einem tiefen Wunsch, dem unerträglichen Schmerz und Selbsthass zu entkommen. Je schlimmer das Trauma, desto ausgefallener die Geschichte. Ja, es ist voll schwer, irgendwie dieses Thema so gut rüberzubringen. Es driftet immer sehr schnell in so eine weirde, sehr aufgesetzte Richtung ab. How could somebody do this? So selbstverliebt, was ist das für ein Scheiß?
Noch mehr Leute mit völlig kaputten Ansichten. Deine Kunst ist kacke. Selten sowas Schlechtes gesehen. Really have nothing better to do. Wait. I bet it was these guys. Am Ende kommt's dann raus, es gibt gar keine Maya. Sie ist Maya. Also Maya ist quasi ihre Künstler-Personality. What's this? It's all your fault. Okay, es gibt keinen Boden mehr, ne? Ja. Da hinten ein Gesicht. Nee, nee, mir geht's nicht um das Depressionsthema oder so. Mir geht's eher um diese Social-Media-Thematik mit denen. Oh nein, ich hab weniger Likes als sie. Scheiße, ich hab Follower verloren. Das ist das, was ich scheiße finde. Im Nebel, das haben wir schon gelesen, ne? Entschuldigung für die späte Antwort. Bin eingeschlafen. Ja, das ist alles wieder von vorne. Geht's dir gut? Gut genug, um aus dem Bett zu kommen. Entschuldige, dass ich eine schlechte Freundin war. Ist Maya wirklich tot? Warum fragst du das? Bitte sag es mir. Ich kann auch noch nicht glauben, dass sie tot ist. Ich wünschte, es wäre eine Lüge. Sie schien völlig in Ordnung zu sein, bevor es passierte. Also ist Maya wirklich tot, ja? Anita, geht es dir gut? Hast du genug geschlafen? Einigermaßen. Ich nehme ein paar, paar gute Medikamente. Medikamente sind gut, aber was ist mit der Therapie? Die bringt ehrlich gesagt nicht wirklich viel. Oh Mann. Maya hat dir wirklich nichts erzählt? Nein, sie hat nur über ein Buch gesprochen, das sie kürzlich gelesen hat. Trotzdem fühle ich mich schuldig. Okay, vielleicht müssen wir ein Buch finden. Auch wenn es sie mir nichts gesagt hat, hätte ich wissen müssen, dass etwas nicht stimmt. Did Maya really not say anything? Like, at all? So what'd you think of the book? Okay, wir müssen ein Buch wahrscheinlich finden. Ja, ja, ja. The author killed themselves when they were young. Something beautiful from something tragic. It's kind of enchanting, isn't it? I wonder what they were thinking right before they died. Anyway, I didn't think you'd share your thoughts in a letter. You really are shy, aren't you? Das sind schon wieder die Post-its hinten. Kind of like that, though. You write in a really flowery and passionate way. I can't wait to read more. Oh, okay. Letters. Briefe müssen wir suchen, nicht ein Buch. Ich glaube, Konami weiß, wie es ist, eine Hatewelle zu bekommen. Wenn nicht, dann wissen sie es spätestens, wenn das Silent Hill 2 Remake rauskommt. Ich denke, viele Leute werden das Silent Hill 2 Remake feiern. Es ist von Bloober. Und Leute lieben die Spiele von Bloober. Also nicht viele, aber nicht alle, aber sehr viele. Der Glaube an die Hexe von Kettenstadt. Diejenigen, die an die Hexe von Kettenstadt glauben, haben viele Praktiken mit modernen Wiccas gemein. Dazu gehören beispielsweise das Beten
für eine reiche Ernte oder die Verehrung einer Göttin. Der Glaube an die Hexe zeichnet sich jedoch durch die Mischung aus westlichen und östlichen Bräuchen aus. Über die Ursache dieser Vermischung gibt es eine recht kreative Theorie. Während japanische und deutsche Geschäftsmänner und Arbeiter in den 30ern gemeinsam auf wirtschaftliches Wachstum und Wohlstand hingearbeitet haben, soll es einen kulturellen Austausch gegeben haben, der den Glauben an Hexen verarbeitet haben soll. Ja, es klingt jetzt so, als würde ich jetzt schon direkt sagen, Silent Hill 2 wird scheiße. Vielleicht wird es mir auch gefallen. Ich bezweifle, dass es mir so gut gefallen wird wie das originale Silent Hill 2. Aber es kann ja sein, dass es als ein eigenständiges Spiel fernab vom Bezug auf das Original mir trotzdem gefallen wird, auf seine Art und Weise. Ich werde es auf jeden Fall ja trotzdem spielen. Aber ich werde nicht mit dem Gedanken daran gehen, an das Spiel, mit der Erwartung an das Spiel reingehen, dass ich mir denke, dass ich will, dass es so gut wird wie Silent Hill 2 oder dass es versucht, wie Silent Hill 2 zu sein, sondern ich werde an das Spiel rangehen mit dem Gedanken, es ist was komplett eigenes, es ist kein Silent Hill 2, es ist ein eigenes Spiel. So gehe ich an das Spiel ran. Wonder what those guys are talking about. Fortune telling? A lot of people are getting into that, huh? You don't believe in that stuff? Well, I think there's something real about it. My great-grandmother... Im Englischen heißt es auch Kettenstadt. ...was a fortune teller. I hear people here used to treat her like some sort of prophet. But they all eventually turned on my great-grandmother. Guess you can predict other people's futures. But not your own. Was hast du denn für ein Hate gesehen, Banana Enjoyer? Mich nervt sehr, dass das alles so direkt ist. Ich glaube, dieses Thema tut Unterschwelligkeit besser als dieses direkte Rüberbringen. Nö, ich find's okay. Manchmal muss man auch einfach Dinge direkt aussprechen. Ich find's okay. Tarot Cards. No point predicting my future. Ja, ich denke auch, das ist recht subjektiv. In der japanischen Kultur ist schon lange eine Schönheit durch Opferung verwurzelt, wofür Harakiri, also das Aufschneiden des eigenen Bauches, das perfekte Beispiel ist. Zweck dieses Rituals ist, die Welt von den eigenen Vergehen zu befreien und sich selbst zu bereinigen, indem man sich das Leben nimmt. Dieser Gedanke ist für viele aus der westlichen Welt befremdlich und vor allem junge Leute nehmen fälschlicherweise an, dass sich Japaner nach einem schönen Tod sehnen. Moderne Japaner sehen Selbstmorde längst nicht mehr in einem so positiven Licht. Dabei schätzen sie nicht unbedingt das biologische Leben, sondern vor allem das Soziale, in dem der Tod nötig ist, um das Leben zu schützen. Okay. Ich streame so lange, bis das Spiel geht. Wenn es durch ist, bin ich durch mit dem Stream. Das ist die Liebe der Mama, ja. Weil ich finde, an sich ist es ja ein sehr wichtiges Thema und ich finde es wichtig und richtig, auch mal das Thema richtig zu benennen und das richtig in Fokus zu nehmen und nicht einfach immer irgendwas versuchen, Künstlerisches zu machen, wo dann Leute irgendwas interpretieren müssen und vielleicht darauf zu kommen, dass es vielleicht darum gehen könnte, sondern ich finde es auch wichtig, dass man diese Themen direkt anspricht und sagt, so ist das. Aber ja, ist Geschmackssache, denke ich. Ne? Das ist alles deine Schuld.
Alles. Du herzloses Miststück. Du hast mir alles gestohlen. Meine einzige Freundin und meinen Platz in dieser Welt. Und es ist dir egal. Ich bin für dich unsichtbar. Ich hasse dich. Du bist nicht talentiert. Du bist nichts Besonderes. Dieses beschissene Gekritzel soll Kunst sein? Du kamst aus dem Nichts und hast alles kaputt gemacht. Fick dich, fick dich, fick dich, fick dich, fick dich, fick dich, fick dich. Verschwinde, verfickt nochmal aus meinem Leben, du Stück Scheiße. Oder sie hat selbst Maya weggemobbt. Vielleicht war sie so eifersüchtig auf Maya. Okay. Einfach Jeff the Killer. Vielleicht war sie so eifersüchtig auf Maya, dass sie dann anonym angefangen hatte, sie zu haten. Und vielleicht dadurch sogar auch irgendwie was in Dingens ins Rollen gebracht hatte. Dass dann noch mehr Leute auf sie draufgegangen sind. 23. September 2020. Ich kann nicht mehr lernen, seit mein Bruder über Weihnachten zurückgekommen ist. Er ist nett zu mir und stört mich nicht oder so, aber ich halt nicht aus, wie er mich anstarrt. Oder, Chat, das Spiel heißt ja einfach Short Message. Vielleicht hat Maya einfach nur sehr viel Hate bekommen. Und sie war eine von vielen, die auch einen dummen Kommentar abgelassen hatte. Und jetzt ist Maya gestorben. Und wir spielen halt quasi jemanden, der einen dummen Kommentar verfasst hat und sich jetzt deswegen scheiße fühlt. Ich weiß, dass er mich damals bestimmt nur geärgert hat, aber seitdem habe ich Angst vor ihm. Deswegen hasse ich es auch, wenn mich Typen angucken. Ich kann nicht fassen, wie viele Haut andere Mädchen in der Schule und in der Stadt zeigen. 21. Februar 2021. So langsam habe ich meinen Lernrhythmus gefunden. Meine Testergebnisse fallen echt gut aus. Ich mache mir nur Sorgen, weil sich meine Eltern in letzter Zeit viel streiten. Genau wie heute. Ich habe Mama gefragt, woran das liegt. Aber sie wollte es mir nicht sagen. 11. Mai. Morgen ist die Prüfung. Mama hat gesagt, dass sie stolz auf mich sein kann, weil ich so hart gearbeitet habe. Also fühle ich mich super. Sie ist zwar nicht meine echte Mama, aber sie liebt mich genau wie ich sie. Mama, ich schaffe das morgen mit Links. Für dich und Papa. Und wir spielen jetzt hier irgendwie so eine... Oh. Die gesichtslose Familie. Wir spielen jetzt hier so ein Girl, die selbst irgendwie komplett ein beschissenes Leben hat, selbst unzufrieden ist mit ihrem Leben und hat dann im Internet halt ihren Frust an jemand anderen ausgelassen. Sie ist ein typischer Neider. So. Medizinische Fakultät der Medizinischen Universität. Deutschland. Einführung. Liebe angehende Studentinnen, willkommen an der Medizinischen Universität Deutschland. Die MUD wurde 1709 gegründet und ist eines der ältesten und renommiertesten Institute Europas. Unsere hochmoderne Forschungsanlage warten bereits auf Sie. Details zur Anführung. Wann? 24. September. Jojo. Wo? Audimax der Medizinischen Fakultät. Bitte tragen Sie eine Maske. This is for the college Amelie wants to go to. Hey Anita, hast du kurz Zeit, um zu reden? Klar, was gibt's? Du scheinst vorhin etwas verwirrt zu sein. Wenn dich etwas bedrückt, kannst du mich wissen lassen. Danke, aber es geht mir gut. Tut mir leid, dass ich es angesprochen habe. Ich will nicht stören. Nein, schon gut. Macht mir nichts. Hey, wir sollten mal zusammen shoppen gehen. Ich habe mein Haus seit einer gefühlten Ewigkeit nicht mehr verlassen. Mein Bruder kommt her. Ach so, alles klar bei dir? Ja, ich versuche nur, ihm so gut wie möglich aus dem Weg zu gehen. Also shoppen, ja? Wir finden schon etwas Nettes für dich. Nein, schon gut. Ich bin kein Fan von Menschenmengen. Und mir sieht sowieso nichts Netter aus. Hör auf so zu reden. Du bist viel zu hart zu dir selbst. Du siehst gut aus. Du musst nur das richtige Outfit finden. Also jetzt haben wir quasi schon wieder zur selben Zeit ungefähr ein Gespräch mit Amelie. Nur jetzt ist sie bei einer anderen Thematik. Hart zu sich. Bei der anderen ging es ja darum, studieren zu gehen. Und dann hat sie gesagt, nee, das ist nichts für mich. Und dann hat ja auch Amelie gesagt, du bist zu hart zu dir. Jetzt geht es ums Optische, um Klamotten. Und jetzt sagt sie auch, du bist zu hart zu dir. Too hard on myself, huh? Amelie's the only one who thinks that. Ja, aber das ist so ein verlassenes Gebäude und hier sind eigentlich so...
teilweise noch so komplett intakte Möbel? Digga, du kannst doch hier die ganze Küche mitnehmen. Die ein bisschen sanieren. Let's go. Sieht aus wie bei Esmond Gold. 24. August. Ich habe heute mit der Post Materialien von meiner ersten Wahl gekriegt. Ich werde auf eine Hochschule gehen. Bin so froh. Ich kann es nicht fassen. Mama, Papa, ich werde beim Lernen richtig ranklotzen und die beste Tochter überhaupt sein. Vielen, vielen Dank für alles. Mama und Papa brüllen sich an und es fällt mir immer wieder das Wort Insolvenz. Meinen Sie nicht, dass Sie zurechtkommen, auch wenn die Erneuerungen flachfällt? Also sind Sie jetzt pleite, oder? Heißt das, dass ich nicht auf die Hochschule kann? War die harte Arbeit umsonst? Niemals. Lass mich nicht alleine, Mama. Ich kann nicht hierbleiben. Nicht mit meinem Bruder. 23. September. Mama ist gerade ausgezogen. Sie hat gesagt, ich soll ihr aus dem Weg gehen. Ich muss hier weg. Ich will einfach verschwinden. Aber wohin? Das ist alles ein böser Traum. Nur ein böser Traum. Sie musste den Insi-Modus aktivieren. Schülerin tot aufgefunden. Möglicher Selbstmord. Das ist ein Tag später. Am 24. hat ein Einwohner gegen 10 Uhr beobachtet, wie eine 18-jährige Schülerin in Kettenstadt vom Dach eines Wohngebäudes gefallen ist. Das Mädchen wurde sofort ins Krankenhaus gebracht, ist dort aber 2 Stunden später verstorben. Der Schule zufolge war das Mädchen verzweifelt, weil es wegen Schwierigkeiten im Elternhaus nicht auf eine Hochschule gehen konnte. Sie hat keine Nachrichten und auch kein Tagebuch hinterlassen, doch die Polizei geht von einem Selbstmord aus. Amelie ist nicht wie das, right? Aber ich dachte, wir finden hier gerade Sachen von Amelie. Stay home alone. Stay home alone. Das habe ich gelesen, oder? Nee. Ich kann mich endlich aufs Lernen konzentrieren, also mache ich vielleicht die Nacht durch. Das ist zwar schlecht für meine Haut, ich höre schon, wie sie mich Troll oder Nerd nennen, aber das ist mir egal. Ich muss es auf die Hochschule in der Stadt schaffen. Mama und Papa zählen auf mich. Ich werde sie stolz machen und es auf Anhieb schaffen. Also dann, Bücher, auf und los. Papa hat heute davon geredet, dass die Stadt erneuert werden sollte. Sie wollten alles mit Geld aus China aufhübschen, aber die Pläne sind wegen Corona ins Wasser gefallen. Klar, es wäre cool gewesen, wenn alles geklappt hätte, aber selbst dann hätte ich mir nicht vorstellen können zu bleiben. Nicht hier. Selbst als ich noch klein war, war diese Stadt nichts Besonderes. Es gibt nichts zu tun, die Gebäude sind uralt, wir leben eben in einem Kaff. Meine Zukunft liegt nicht hier, sondern in der Stadt und im Hochschulleben. Von meiner Aufnahmeprüfung nächstes Jahr hängt alles ab. Ich muss weg, bevor mein Bruder zurückkommt. Amelie hated the way her brother looked at her. I bet she wants to leave to get away from all that. Ja, es geht ja die ganze Zeit hier um Amelie. Ist Amelie auch gesprungen? Bitte keine Geldprobleme. Also hier wird es wahrscheinlich ständig um dieses Thema hier gehen, weil wir sind ja hier in der Stadt, wo langsam aber alles irgendwie ein bisschen ausstirbt und die Arbeitslosigkeit immer und immer weiter steigt. Keiner hier leben will, alle hier abhauen. Diejenigen, die zurückbleiben, verarmen, weil sie keine Jobs finden, weil es keine Jobangebote gibt. Wurde Amelie gehatet? Ja, so klang es gerade, als würde man sie in der Schule Nerd und Troll nennen. Also klingt so, als wäre sie schon gemobbt worden, aber... Oh. It's locked. Aufgehört zu singen. Aber Amelie ist ja auch die, mit der wir gerade die ganze Zeit schreiben. Ja, ja, wir schreiben die ganze Zeit mit Amelie. Und jetzt finden wir irgendwelche Tagebucheinträge, die auf sie hindeuten. In diesem komischen Haus. Wo Amelie wahrscheinlich nicht mal wohnt. Schule? School. Ich habe einfach predicted, was sie sagt. Amelie war eine in meiner Klasse und die ist auch depressiv geworden. Oh oh.
Das Game wird surreal. Was sagst du als nächstes? Ich hasse Mathe. Nein zu Drogen. Ich liebe es, wenn in Spielen die Plakate und sowas, also alles übersetzt ist. Verwirklichen Sie Ihre Träume, Neuzugänge. Nicht, weil ich kein Englisch kann, aber ich finde das immer irgendwie ein ganz cooles Detail. Dass man auch da sich irgendwie Mühe gegeben hatte, das alles anzupassen. Für jede Sprache, für die Immersion. Aber es ist nicht einfach nur eine deutsche Schule. Geht doch darum, dass die dahin wollen. Ich denke mal, das ist ihre Schule, da wo sie jetzt momentan sind. In Kettenstadt, I guess. Und das ist jetzt nicht nur die Beiträge. Auch die Zeitungen, die ich gefunden hatte im Haus und so weiter, die waren auch alle übersetzt auf Deutsch. Fuck, es ist blöd. Nicht. Ich hasse Mathe. Go away! Witch. Freak. No wonder. Nobody likes you at school. Da ist wieder auf Englisch. Periodensystem der Elemente. Die Prozent-Version halt wirklich rausgeworfen, das war auf Englisch. Einfach dein Hurenmaul. Das ist Ocarina of Time. Wenn Link Mobbing-Opfer wäre. Und es geht wieder los. Junge, wie das Gamepad frisselt. Das sind jetzt alles Gesichter und Augen. Okay, ich dachte, ich starte komplett neu. Diese Low-Frame-Animationen sehen irgendwie ganz cool aus. Mit den Soundeffekten und mit dem Frizzeln vom Gamepad ist ganz cool irgendwie.
Junge, das Gamepad geht komplett ab. Ujo! Finde es. Finde was? Finde es. Sag mir einfach, wonach ich suche. Finde es. Ich finde, Anita sollte jetzt dieses SpongeBob-Meme posten mit diesem SpongeBob, der so diesen komischen Schnabelmaul hat und dann alle Buchstaben so klein, groß durcheinander geschrieben sind. Finde es. Halt doch dein Maul. »31. Januar. Ich bin seit heute Morgen nicht besonders gut drauf. Ich wollte mich mit Graffiti ablenken, aber ich war nicht bei der Sache. Vielleicht, weil Mama und ich uns gestritten haben? Ihr nicht. Kam ja schon öfter vor. Ich weiß schon lange, dass ihr andere Dinge wichtiger sind als... dass die andere Dinge wichtig sind als mir. Liegt es daran, dass mich meine Mitschüler geärgert haben? Unwahrscheinlich. Sie kennen mich nicht. Sie lassen nur ihren Ärger an mir aus. Es muss daran liegen, dass ich ihn und die Hoffnung, die er mir geschenkt hat, verloren habe, oder? Warum fühle ich mich so? So ging es mir noch nie. Es muss daran liegen, dass ich ihn und die Hoffnung, die er mir geschenkt hat, verloren habe. Wer ist? Auf einmal kommt jetzt ein Boy ins Spiel? Da ist der Boy. This guy looks familiar. They're hurt. Where are you going? Yeah, that's right. Amelie. Amelia. Hmm? What's that? Oh, you like what you see? Come closer then. Wait a sec. You two are from my class. Those glasses look good on you. Sorry, she's so cute. I couldn't help myself. Feel free to stop by anytime. You're always welcome. Soll es Amelie sein? Ist es Amelie und ihr Bruder? Maya only ever cared about Amelie. Ja. She didn't see me. I was invisible to her. Ich war halt komplett besessen von Amaya. Schwangerschaftstest positiv. Unangenehm. Girl in this picture is
Amelia. Vorhin hatten wir das Bild gesehen, da war das Gesicht noch nicht fertig. Da war der Kopf nur noch so, ja. Ja, nicht fertig halt. So, wir waren es beim Skizzenbuch. Jetzt geht's wieder hoch aufs Dach. Das ist das Buch. I borrowed that book you wanted. I finished it, so it's all yours. I wrote my impressions in a letter. Read it when you get home, okay? Abschiedsbrief? Abschiedsbrief? Oh no. Where was it? That book. Das von einer Hexe verfluchte Kettenstadt. Böse Magie für Probleme in der Stadt verantwortlich? Kettenstadts Bevölkerung schrumpft nach wie vor rapide. Die Geburtenrate liegt bei 0,7, also unter der Hälfte des deutschen Durchschnitts, 1,6. Die Fehlgeburten liegen hingegen bei 31%, mehr als dem Doppelten des Durchschnitts, 15%. Die Wirtschaft liegt in Trümmern und die einst aufblühende Industriestadt ist schon zweimal an ihrer Erneuerung gescheitert. Einige Forscher, die sich mit dem Okkulten befassen, vermuten eine Hexe als Ursache für den Abschwung von Kettenstadt. Die Hexe war eine Japanerin, die die wirtschaftliche Entwicklung der Stadt in den 30ern mit ihrer Hellseherei beeinflusst hatte. Die Forscher glauben, dass sie gejagt und ermordet wurde. Vor ihrem Tod soll sie die Stadt mit einem Fluch belegt und ihr Wachstum damit erstickt haben. So, it is a curse. But why me? Why do I have to be cursed like this? Finde es. Maya, halt doch dein Schnauze. Find what in a place like this? Oh lol. Das sieht so ein bisschen aus wie die Silent Hill Map. Das Toluca Lake. Die auf der anderen Seite. Easter Egg. Was steht da oben für ein Name? Parkkarte. Silent Hill 3 war das doch, ne? Wo man auf der anderen Seite war, wo der Freizeitpark war. So sieht das aus wie die Silent Hill 3 Karte. Was ich nicht verstehe, warum sie jetzt also Anita glaubt, dass sie den Fluch trägt. Dabei erzählte Maya ja vorhin, dass ihre Urgroßmutter die Wahrsagerin in der Stadt war. Ja, vielleicht weil sie ja jetzt hier gefangen ist. Sie hat ja schon selbst festgestellt, dass sie gerade Dinge ein zweites Mal durchlebt. Poppy 3 haben wir schon durchgespielt, ja. Und weil sie jetzt das durchlebt, was sie hier durchlebt, denkt sie, sie ist verflucht. I guess. Looks like there's space for a book here. Wait, I think I know these. Was? Was?
Ich check die Zusammenhänge noch nicht. Ja, ich denke ich mal, dass das ja das, was wir hier versuchen herauszufinden, wie das alles hier zusammenhängt. Weil so wie sie das hier gerade alles durchlebt, ist ja nicht unbedingt echt. Weil wir finden gerade hier Briefe einfach random von Amelie, die ja eigentlich hier nicht wohnt und sowas. Passiert das immer wieder? Ist Maya das auch passiert, dass sie in so einem Loop gefangen war? Jo, Yami, gute Nacht. Finde es. Oh ne. Geht es dir gut, Anita? Du hast nicht geantwortet, also habe ich mir Sorgen gemacht. Entschuldige, ich habe gerade an Maya gedacht. Keine Ahnung, ob du es weißt, aber Maya wurde in der Schule gemobbt. Ich weiß. Aber sie meinte, es geht ihr gut. Ich dachte, ich sollte die Sache ruhen lassen. Doch dann war es zu spät. Deshalb ist wahrscheinlich Amelie auch so vorsichtig bei Maya. Warum hat sie nichts gesagt, bevor sie starb? Ich wünschte, sie hätte mit mir geredet. Vielleicht hat sie mich nicht als Freundin gesehen. Ach so, so meinst du das vielleicht, dass sie schon mal in der Schule gemobbt wurde? Und jetzt Schule gewechselt hat und hier wird sie wieder gemobbt. Na gut, möglich. Ich denke mal, das ist auch eher so gemeint, ja. Du hast recht. Du könntest einen der Bücher, by the way, angucken. Ich? Fuck. Ich habe eins angeklickt. Das ging. Habe aber kein zweites gesehen. What? Liar. Maya's locker. No, it's not here. Rasierklingen. It wasn't here before either. Aber ja, das ergibt Sinn, dass dann Maya als Hexe beleidigt wurde, ne? Wegen ihrer Großmutter. Und nicht Anita. Ich denke, es wird daraus hinauslaufen, dass Anita... wahrscheinlich auch ein Teil des Systems war und mitgemobbt hat. Amelie's Locker. Yes, it's just a novel. Wait a sec. Und wir suchen gerade ihren Abschiedsbrief oder so. Wait. Erst oben ist dann wahrscheinlich Maya und ich habe den Namen einfach vergessen. Maya und Emily und da unten ist wahrscheinlich Emily und Anita, ne? Aber als Anita durch die Schule ging, wurde sie ja auch gemobbt. Oder sie hörte auch die ganze Beleidigung in ihrem Kopf. Ja, aber diese ganzen Beleidigungen, die würden auch auf Maya passen. Von wegen Lügnerin, du bist schuld. Du bist ein Creep, du bist eine Hexe. Das würde halt auf Maya auch passen.
Kann auch sein, dass zwei von den Mädels gemobbt wurden, ja. My locker. Why is it locked? Is there something I don't want to see? Ja, ihr Locker sieht komplett normal aus. Nicht so wie von Maya. It won't open. Ja, yeah, das ist ja mein Gedanke, dass wir jemanden spielen, der halt mitgemobbt hat. Dass Anita eigentlich mitgemacht hatte. Ich denke, darauf läuft es hinaus. Und ihr gerade durch das hier alles gerade irgendwie bewusst wird. Langsam Stück für Stück. Da ist eine 2. Dass ihr gerade durch dieses Ding hier bewusst wird, dass sie ein Teil des Systems war. 1. Da ist eine 0. Und da ist eine 3. Also wenn ich jetzt sagen würde, wir kamen von hier, dann heißt es 0, 3, 1, 2. Oder die Farben sind wichtig. 0, 0, 3, 1, 2. I know what's inside. And I can't look away. Here it is. What's this letter? Was it inside the book? Oben dasselbe Foto. Remember when I said I wanted to live like a cherry blossom? Liebe Amelie. Beautiful and dignified for a fleeting moment. Simply by letting go of life. Daring to bloom, knowing it won't last. And so falling in vivid color. I wish I could live like that. I want to experience true beauty, if only for a moment. I met someone who made me feel different. He showed me a whole new world, gave me hope. I honestly thought he could help me find a new me. I felt it with all my heart. But people didn't understand us. Didn't want that from us. In the end, they took my hope from me. They took him away. Vielleicht mit die Hoffnung, sie haben ihm die Hoffnung genommen, sie haben ihn genommen im Sinne, vielleicht haben sie ihn so weit mitgemobbt, dass er dann irgendwann nachgegeben hatte und sich dann gedacht hat, okay, wenn ich mit dir weiter befreundet bleibe, dann werde ich halt auch gemobbt und ich kann das nicht. Also hat er sie dann vielleicht angefangen zu ghosten und wenn nicht sogar mitgemacht. People who can't achieve beauty seek comfort in others. They fear anyone different, hate them, try to tear them down. I can't take much more of this. I wish you and I could run away together. Amelie. Okay, es geht um just Amelie. Me and you. Oder der Typ ist wirklich der Bruder und Amelie ist halt noch bei ihr und sie will mit Amelie abhauen. Ja, der Schwangerschaftstest. Der steht ja auch noch im Raum, ne? She was asking Amelie for help, but I just... Maya!
even me. So why? Why take Amelie from me? You acted like I wasn't even there. Amelie is my friend. She's mine! I only wanted to take her down a bit. She was taking Amelie away Moment. From me. She wouldn't pay attention to me. Moment. Sie hat den Brief geklaut. How was I supposed to know she'd actually kill herself? Hat sie den Brief geklaut? So dass Amelie diesen Brief nie bekommen hat? Weil Amelie sagt ja, sie dass Maya ihr nichts gesagt hatte. Und Anita hat den Brief geklaut. Und das war ja wahrscheinlich wie so ein Hilferuf. Und dadurch, dass sie diesen Hilferuf nie bekommen hatte, und deshalb ist sie schuldig. Nicht, weil sie mitgemobbt hat, sondern vielleicht nur wegen diesem Brief. Okay, let's go. Oh, ja, okay. Ja, dann wäre der Titel Short Message. Wahrscheinlich dann vielleicht dieser Brief. Das Gamepad geht so ab gerade. Jo, Isere, gute Nacht. Finde es. Ich hab's gefunden, okay? Are you here to punish me? Ja.
Oh, das ist eine Sackgasse. So im Kreis gelaufen. Ausgetrickst. Don't run. Nein. 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 Ich bin fast entkommen. Forgive me, Maya. Aber sehe ich das richtig? Hier ist quasi das Handy. Das Silent Hill Radio. Je näher es ist, desto stärker flackert es. Und macht stärkere Geräusche, lautere Geräusche. Mach Ankle Breaker. Scheiße. Wie es wackelt, Alter. Aber so ein bisschen hier auch Shattered Memories, ne? Auf der Wii. Die Fluchtsequenzen. Ich dachte, man darf nicht zur Treppe. Deshalb bin ich letztens gestorben. Ja, vielleicht muss ich zur Treppe. I don't know. Ja, Cry 4 war auch cool. Habe ich jetzt vor ein paar Wochen zum ersten Mal hier im Stream durchgespielt. Versuch jetzt wieder nochmal durchzurennen. Okay, hat geklappt diesmal. Junge, alles ist voller dieser Zettel. Und jetzt kommt der Silent Hill Nebel. Musik, Alter.
What's up? I'm so sorry, Amelie. Maya died because I killed her. What are you talking about? You and Maya wrote letters to each other, right? Yeah, but then Maya jumped off the villa roof. Well, there was supposed to be one in the last book you had, too. What? That letter was a message for you. Why are you telling me this, Anita? I was jealous of Maya. I was afraid she'd take you away from me. My mom was right. I should never have been born. Wait, Anita. Calm down. Und da ist wieder die Nachricht, Chat. Da ist die Warnung wieder. Das vierte Mal schon. Back in it again! Was will denn noch, dass wir... Was will Maya, dass wir noch finden? Dass sie uns wieder zurückschickt. Oder besser gesagt, Silent Hill schickt uns ja immer wieder zurück. Silent Hill will uns irgendwas zeigen. Oder uns bestrafen. Oh, das bin ich. Grüße! Even if I die, this doesn't end. How many times do I have to go through this? Das Ding wird auch immer größer. Finde es. Wie kann ich dich dazu bringen, mir zu verzeihen? Bitte, Maya, sag es mir. Warum sagst du nichts? Okay, wie es aussieht, wir mussten nicht den Brief finden. Wir müssen was anderes finden. Finde es. 4. Februar. Ich bin aufs Dach der Villa gegangen und musste an das Mädchen denken, das sich hier letztes Jahr umgebracht hat. Wobei sich hier ja viele Mädchen das Leben genommen haben. Und angeblich waren alle Teens. Mittlerweile ist dieses Dach bekannt dafür, dass sich Leute hier umbringen. Als ich runtergeguckt habe, wurde mir klar, wie weit oben ich war. Der Gedanke an einen Windzug, der mich aus dem Gleichgewicht bringt, machte mir ein flaues Gefühl. Hatten sie keine Angst? Was ging ihnen durch den Kopf? Sprangen sie vor etwas weg oder zu etwas hin? Es wird immer Stück für Stück immer mehr Silent Hill. Der Kühlschrank ist einfach immer die Mama. Meine Mama ist ein Kühlschrank. No hope, oh lol. Ich hab das H nicht rauslesen können. In Atomic Heart kann der Kühlschrank auch deine Mama sein. Ja, aber nicht die Mama. Ja, deine Mami. No exit. Ja, ich bin gespannt, ob noch das Ding ins Thema kommen wird. Das Schwangerschaftsthema.
Vielleicht hat sie das Kind geboren. Wir müssen das Kind finden. Das ist es. Finde es, das Kind. Das Silent Hill-Phänomen. Oh, Name-Dropping. Die Suizidrate ist auf der ganzen Welt gestiegen, was maßgeblich mit dem unsicheren Umgang der Landesregierung mit der Covid-Pandemie und ihren Auswirkungen in Verbindung gebracht wird. Während dieser schweren Zeiten kam in vielen Gebieten auch ein seltsames Phänomen zum Vorschein. Betroffene behaupten, aus buchstäblichen heiterem Himmel Nebel zu sehen und verlieren kurz darauf das Bewusstsein. Mittlerweile wird das als Silent Hill-Phänomen bezeichnet und wurde somit nach vergleichbaren Vorfällen in der gleichnamigen US-Stadt benannt. Der XXX, ein Spezialpsychologe von der Universität XXX, hat eine erste Theorie zur Ursache dieses Phänomens geäußert. Er sagt: Für jemanden, der psychisch instabil ist, steht Nebel für Unsicherheit und Sinnestäuschungen. Unter starkem Stress kann sich die Sicht verdunkeln oder ein regelrechter Tunnelblick entstehen, als würde man durch Dunst warten. Soziale Verunsicherungen oder Zukunftsängste manifestieren sich häufig als Nebel, wodurch die Grenzen zwischen Illusion und Realität verschwimmen. Mit jedem Tag mehren sich die Fälle des Silent Hill-Phänomens. Als Reaktion darauf fordert Dr. XXX die schnellstmögliche Rückkehr zum normalen gesellschaftlichen Leben und einen Fokus auf die psychische Versorgung von jungen Menschen. Ja, Chat, wenn ihr öfters Träume habt vom Nebel, hier Traumdeutung. Ich habe das Gefühl, ich habe gerade einen Bug, dass sie nicht aufhört, so zu atmen. Ich habe das Gefühl, das ist irgendwie gerade ein Loop. Irgendwie ein Bug. Ich glaube, das sollte so nicht. Our living room. Da lag was? Ich hab nichts gesehen. Fuck, schon wieder was verpasst? Dezember 2011. Wir stehen endgültig nicht mehr in Kontakt. Ich werde ihn nie wiedersehen. Ich dachte, ich hätte mein Happy End gefunden, aber es war nur ein Traum. Ich habe nicht alles verloren. Ich habe meine Kinder, meine süßen kleinen Engel, die Licht in mein Leben bringen. Der Vater ist abgehauen. Da lag was Schwarzes in der Tür. Sah für mich aus wie eine Person und zack, war's weg. Was? Da lag eine Person? Ich kriege einfach eine Blindschleiche. Es gibt doch was wahr. Guck mal, drei Shigis. Das ist die Shigi-Gang, Leute. Hier aus dem Anime. Shigi! Die mit den Sonnenbrillen. Shigi! Da sind die. Oh, jetzt bin ich hier im Loop gefangen. Jetzt kommen noch Familiendrama hinzu. 10. Februar. Ein Jahr später. Mein neuer Mann ist heute vorbeigekommen und hat Pizza dabei. Der Beste. Den muss sie behalten. Den muss sie behalten. Kinder brauchen einen Vater, aber meine wollen ihn nicht. Er sah aufgebraucht aus. Aufgebracht aus, als er gegangen ist. Hoffentlich hasst er mich nicht. 22. Februar. Meine Tochter hat ein Bild von unserer Familie gemalt. Wir lächeln und halten Händchen. Ich wünschte, ich hätte ihn auch drauf gemalt. Vielleicht ist ihr nicht klar, dass er zu uns ziehen könnte. Sie ist etwas langsamer als andere Kinder. Bestimmt wird sie bald alle überholen. Ich weiß, wie man ein Kind erzieht. Ich bin eine gute Mutter. Im Gegensatz zu dem herzlosen Miststück, das mich aufgezogen hat. Ich werde meine Kinder nicht mit Hass und Angst erfüllen. Der ewige Kreislauf, ne? Der ewige Kreislauf. Wenn du miserable Eltern hast, also Leute, die miserable Eltern sind, die haben ja dann meist oft ja auch miserable Eltern gehabt. Dass das so ein Cycle ist. Ein
Ja, irgendwie bin ich, habe ich auch gerade gedacht, irgendwie bin ich klein. Vielleicht sind wir jetzt wirklich, also quasi in 2012. Da, wo sie irgendwie noch. Ich meine, wir spielen ja gerade in 2022, glaube ich, das Spiel, ne? Also ja, vielleicht war sie irgendwie 6, 7 oder so. Und wie ist das passiert? Ich glaube, ab dem Loopstart. 7. März. Er war wieder da und hatte Pizza von einem neuen Restaurant dabei, von dem er lachend geschwärmt hat. Behalte ihn. Behalte ihn. Behalte ihn. Meine Tochter hat die Pizza gehasst. Sie ist sehr wählerisch. Ich sollte ihr wohl beibringen, Dinge zu essen, die sie nicht mag. Ich wurde als Kind auch dazu gezwungen und fand es furchtbar, aber es hilft wohl nichts. Perfekt. Gerade hieß es noch, ich werde nicht so scheiße sein wie meine Eltern. Ich muss das genauso machen wie meine Eltern, einen Monat später. Meine Kinder sind heute vor ihm ausgeflippt. Er kam erschöpft von der Arbeit und wollte sich nur entspannen. Seinetwegen fühle ich mich so gut, aber ich kann ihm das nicht zurückgeben. Vielleicht bin ich nicht streng genug mit ihnen. Sie müssen verstehen, dass wir ihn brauchen, um ein glückliches Leben zu führen. Das ist vielleicht etwas hart, aber wenn sie eine Zeit lang kein Licht mehr sehen, erkennen sie sicher das Licht in ihm. Hat sie weggesperrt? Er sagte, dass er sich kaum entspannen kann, weil das Klopfen an der Tür der Abstellkammer so laut ist. Oh, die hat sie in die Abstellkammer gesteckt. Jedes Mal, wenn er kam, hat sie die Kinder in die Abstellkammer gesteckt. Wenn sie nur kurz still wären, wäre doch alles gut. Was stimmt mit ihnen nicht? Er kommt nicht mehr so oft wie früher vorbei. Ich muss mir etwas einfallen lassen, sonst sehe ich ihn vielleicht nie wieder. Die hat ja einen kompletten Schaden. Die ist ja komplett weg. Bin eingesperrt. Ja. Wie auch in dem Brief gesagt wurde, sind die Kinder eingesperrt. Jetzt bin ich eingesperrt. Ja, Kind oder Pizza, man muss sich entscheiden, ne? Aber das stelle ich mir auch so schrecklich vor, Mann. Alleinerziehende Mutter. Alleinerziehende Mutter zu sein, ist so schwer, ne? Da bewegt sich was. Weil du willst ja irgendwie deinen Kindern auch diese Vaterrolle geben, die du dann aber nicht geben kannst. Und es ist dann auch schwer, irgendjemanden zu finden, weil ich meine, stellt euch mal vor, so als Typ, du lernst eine Frau kennen. Du bist gerade irgendwie so mitten im Leben, baust dir gerade was auf, lernst eine Frau kennen und die hat Kinder. Ist doch direkt Red Flag, oder? So. Und das ist ja dann für diese Frauen dann super schwierig, dann überhaupt irgendwie einen Mann zu finden. Neunter Mai. Seit wir ausgehen, anstatt uns zu Hause zu treffen, läuft alles gut. Er hat sich Sorgen um meine Kinder gemacht, deshalb hat er ihnen ein paar Bücher und Spielzeuge mitgebracht. Das wird sie beschäftigen, oder? Ich bin in letzter Zeit so oft unterwegs, dass es zu Hause recht unordentlich ist. Ich sollte putzen, aber wenn ich zurückkomme, bin ich völlig erschöpft. Ich wurde vom Jugendamt kontaktiert. Irgendein herumschnüffelndes Luder oder Arschloch aus dem Gebäude hat gemeldet, dass in meiner Wohnung nachts ein Kind weint. Was wissen die schon? Er ruft in letzter Zeit kaum noch an. Werde ich für immer alleine sein? Alle anderen genießen das Leben, während ich mich für meine Kinder den Arsch aufreiße. Warum soll ich hier die Böse sein? Wenn ich keine Kinder hätte, würde ich vielleicht gerade mit Freunden den Sommerurlaub planen. Mittlerweile ist alles egal. Ich krieche nur noch durchs Leben. Ich weiß, was in der Abstellkammer los ist, aber ich kann nicht hinsehen. Ich will doch nur glücklich sein. Was ist daran verkehrt? Ich bin durch mit all dem. Lieber Freundin als keine. Boah, ich weiß nicht, ey. Also wenn ich die Wahl hätte, keine Freundin zu haben oder eine Freundin mit Kindern. Boah, ich weiß nicht, ey. Ich bin halt so
Also vielleicht irgendwann in ein paar Jahren oder so schon, aber also ich bin momentan an einem Punkt, ich kann mir null vorstellen, irgendwie noch Kinder zu haben. Auf gar keinen Fall. Ich komme nicht mal mit meinem eigenen Leben klar und muss mich jetzt um Kinder kümmern. Boah, ich weiß nicht, könnte ich gar nicht, Mann. Ich wäre so überfordert. Aber meine Schwester zum Beispiel ist auch alleinerziehende Mutter mit 3 Kindern. Und die kriegt das so fucking gut hin, ne? Es ist so insane, wie sie das so gut hinbekommt. Das ist crazy. Stop. Okay, da ist ein Kind im Kühlschrank. Yasa schickte mir vorhin ein Bild von Druckerpatronenpackungen und ich dachte aus dem ersten Blick, es sind Schwangerschaftstests. Holy shit, bitte nein. Ich habe meine Katzen, das sind meine Kinder. Die überfordern mich schon genug. Frau Christa Plannert. Mann, kann das Kind mal die Fresse halten? Ich will lesen. Wir haben mehrfach erfolglos versucht, mit ihnen in Kontakt zu treten. Wir müssen nun davon ausgehen, dass sie nicht vorhaben, etwas gegen den Sachverhalt zu unternehmen. Folglich verstoßen sie gegen Artikel... Das Bundesgericht hat uns damit beauftragt, ihre Kinder in unsere Obhut zu nehmen. Bitte wenden Sie sich schnellstmöglich an uns. Wenn Sie Einspruch erheben möchten, Frank Fisher. Oh, Frank White, Alter. Wir haben uns auf Dashka als Namen geeinigt. Jo, ciao, Grau. Frank White jagt dich mit dem BMW. Leichnam eines Jungen im Kühlschrank gefunden. Oh mein Gott. Die hat ja wirklich das Kind in den Kühlschrank gesteckt. Ach du Scheiße. Am 4. wurde der Leichnam eines Jungen im Kühlschrank seiner 41-jährigen Mutter gefunden, die daraufhin von der Polizei für das Verstecken einer Leiche festgenommen wurde. Danny Hyde, danke für 5 Monate. C behauptet, sie hätte ihren Sohn als Strafe mehr als einen Tag in die Abstellkammer gesperrt und ihn dann, nachdem er sich am folgenden Morgen nicht mehr bewegte, im Kühlschrank versteckt. Boah. Die Ermittler führen eine Autopsie durch, um die Todesursache festzustellen. Den Ermittlungen zufolge ist die Tochter von C zu einem Nachbarn gelaufen, um die Polizei anzurufen und ihre Mutter wegen Vernachlässigung anzuzeigen. Als die Ermittler bei dem Haus von C ankamen, fanden sie den Leichnam ihres Bruders und verhafteten die Mutter, nachdem sie ihre Tat gestanden hatte. Bruh. Moment. Please don't leave me. Ist Anita gleich schwanger? Please don't leave me. Please don't leave me.
just like you. I'm cursed. Das klingt wie, als würde sie sagen, sie ist schwanger. Why am I seeing this room here in the villa? I tried so hard to forget this place. Hat sie vielleicht Maya den Jungen genommen? Weil Anita mit ihm geschlafen hatte? Da liegt eine Puppe. Aslant Gold Room Tour. Ja, es klingt so, weil es hieß ja gerade der Fluch in meinem Leibe. Damit meinte sie halt die Schwangerschaft. Und Anita meinte vorhin ja schon selbst, sie ist verflucht. Jetzt sagt sie schon wieder, ich bin auch verflucht. Kannst du Pfanne abwaschen, was braten? Wir sind in Silent Hill, wir sind in Silent Hill, Silent, Silent Hill. Das ist ein Gesicht auf dem Handy. I really like what you drew me way back. You're into art, right? You could audit an art class. Wir sind in Silent Hill, wir sind in Silent Hill. Aber ja, wenn das stimmt, meine Theorie, dann hat sie ja wirklich, dann hat sie ihr die Freundin genommen, also Amelie, indem sie den Brief geklaut hat und ihren Crush ihr weggenommen. Sie hat dem Mädchen, was von der ganzen Schule gemobbt wird, einfach die einzigen zwei Dinge genommen, die sie noch hatte. Nett, das erwartet. Okay, hier, wir brauchen noch ein paar Fotos. Hier ist eine Sackgasse, lol, ich bin dumm. Muss ich alle Fotos von neu suchen? Was mache ich da? Wieso renne ich auf sie zu? Ja, ich muss alle neu sammeln. Alle Fotos finden und dann noch die Tür finden. Das wird auf jeden Fall ein Abenteuer.
Mit meiner Orientierung. Das kann ein bisschen dauern. No, ich bin wieder im Kreis gelaufen. Oh, nice. Hm? What's that? Oh, do you like what you see? Ich dachte kurz, der ist so ein Hase, wie in Silent Hill 3. Ich bin wieder am Anfang, scheiße. Mein Auge juckt auch die ganze Zeit, ey. Wo ist der Koffer gewesen? Hier ist die Tür, scheiße. Scheiße. Ey, die Tür ist ja eine Sackgasse. Wenn ich da reinrenne, bin ich ja... Wenn ich da reinrenne, bin ich ja eigentlich tot. Nee, ich kann nicht schneller laufen. Aber der Effekt hier sieht cool aus. Das hier sieht cool aus. Wie die Post-its abblättern. I really like what you drew me way back. Das kann ich verstehen, Mario. Das ist echt eine weirde Stelle. Da ist der Koffer. You're into art, right? You could audit an art class. Ich bin wieder am Anfang, scheiße. Naja, ich habe keine Banane dabei, leider. Nein. Ey, das endet jedes Mal an derselben Stelle, ne? Das ist so dumm, dass man die Stelle nicht irgendwie besser markiert oder so. Dass du da nicht reinrennst. Ich habe mir gerade als Regel gesetzt, wenn ich aus der Tür rausgehe, nie nach rechts gehen. Weil jetzt bin ich zweimal aus der Tür raus nach rechts und dann war ich in der Sackgasse. Und jetzt habe ich es nie gemacht und bin trotzdem da reingelaufen. Oh Mann. I really like what you drew me way back. So, irgendwie bin ich doch hier easy von hier aus direkt zum Koffer gekommen.
Das ist schon falsch. Da ist der Koffer. You're into art, right? You could audit an art class. Dann bin ich hier. Dann bin ich durch diese Tür. Nee, ich bin nicht durch die. Ich bin hier. Dann kommen gleich die Wäsche. Hier die Wäsche. Und hier. You're way too hard on yourself. Mein Gamepad lacht gerade. Wieso lacht mein Gamepad? Schön, mein Gamepad lacht. Warte, ich will noch mal hier lang laufen. Und jetzt durch die Metalltür. Und nicht rechts abbiegen. Da ist noch ein Schloss. Scheiße. Aber das sind alle Fotos, die ich jemals gefunden habe, habe ich jetzt alle gefunden. Das heißt, ein Ort war ich noch nie. An einem Ort bin ich nie hingelaufen. Wo könnte das sein? Hier war ich auch. Hier. What's that? Oh, you like what you see? Jetzt musst du noch. Scheiße. Jetzt gehen Türen zu. Ist sie weg? Alle Türen sind zu. Ich glaube, ich habe jetzt nur noch einen Weg. Und das ist direkt der richtige. Boah, jetzt sag nicht, das ist so eine Sache auf Zeit. Wenn ich zu lange brauche, kommt sie. Das ist es, da hinten ist es. Ich hab's. Ich hab's. Jo, Niklaus, gute Nacht. Gonna be alone forever. So, wir sind wieder in dem Raum mit dem Skizzenbuch. Da hinten in der Ecke lag der Schwangerschaftstest. Ich bin sehr gespannt, ob wirklich jetzt meine Theorie stimmt. Wenn ja, dann ist sie ja wirklich so eine ekelhafte. Holy shit. Durch ihre extrem kranke Eifersucht. 21. Februar. In letzter Zeit bin ich voll in meine Arbeit vertieft, denn ich sprühe die Mädchen, die sich vom Dach der Villa gestürzt haben. Ich möchte gerne glauben, dass sie jetzt an einem besseren Ort sind. Und vielleicht bin ich meine Verzweiflung endlich los, denn ich bin so inspiriert wie nie zuvor. Ich werde meine ganze Kreativität in das letzte Bild stecken. 4. März. Mein Dachgraffiti ist fast fertig. Das könnte mein Meisterwerk werden. Aber wenn es fertig ist, was dann? Bin ich kreativ genug, um mir was Besseres einfallen zu lassen? Wie lange bleiben mir der Ruhm und die Anerkennung von meinen Fans noch erhalten? Warten hinter der nächsten Ecke Verzweiflung und Enttäuschungen? Die Traurigkeit, die mich so fest im Griff hatte, ist wieder zurück. Sie war wohl nie weg. Wer weiß, wie oft sie mich noch überfallen wird. Allein bei dem Gedanken läuft es mir eiskalt den Rücken runter. Vielleicht sollte ich es beenden, während ich noch glücklich bin. Und aufhören, wenn es am schönsten ist. Ich wünschte, ich könnte mit irgendjemandem reden. Oh man. Aber so als kleines Zwischenfazit, die Story würde mich interessieren, vor allem
wie die diese Themen thematisieren, aber was Horroratmosphäre und Gameplay angeht, sprechen wir das gar nicht an. Also ich finde es eigentlich ganz geil. Ich habe Spaß. Ist irgendwie ein stärkerer Krisseleffekt auf einmal da? Irgendwie sieht das krisseliger aus. Ich habe aber definitiv hier nichts mehr, ne? Ich will nichts übersehen. Ach, hier. 13. März 22. Am 12. wurde die beliebte Graffiti-Künstlerin CB mit bürgerlichem Namen Maya Akko Hindenburg. Okay. Gegen 13 Uhr in Kettenstadt zusammengebrochen auf dem Gelände eines Wohngebäudes aufgefunden. Sie wurde im Krankenhaus für tot erklärt. Okay. Der 13. März. Leute. Welches Spiel... War das der 13. März? In irgendeinem Spiel... In irgendeinem Project Zero war das oder so? In welchem Spiel... Das ist irgendwie, der 13. März ist irgendwie sowas wie Valentinstag in Japan oder so? Oder Korea? Was war das nochmal? Irgendwie erinnere ich mich da irgendwas. 13. März. Irgendwas war das doch, das, oder? Nee. White Day. Okay, es ist White Day. Okay, ja. White Day. Ja. Also das Spiel, was wir hier gespielt hatten, das Episodenspiel. Aber das ist Korea, nicht Japan. Ich denke mal, das ist nur Zufall, dass hier 13. März gewählt wurde. Weil das ist ja nicht Korea hier. Der Tod des 18-jährigen Mädchens ist nicht nur für die Bewohner der Stadt ein Schock, sondern auch für alle, die mit ihren Werken vertraut sind. Die Behörden gehen von einem Selbstmord aus, doch da das Opfer beliebt war und in ihrem Umfeld niemand etwas... Danke! Ich grüße Rudi aus Buddeln und Rainer aus Lachen. Grüße. Und Dankeschön für 3 Euro. Wann wieder White Day 2? Ja, es ist schon eine neue Episode rausgekommen, aber ich habe mein Save State wurde nicht übernommen. Ich muss die Episoden davor alle nochmal spielen. Das war ein bisschen kacke. Die Behörden gehen von einem Selbstmord... Ja, okay. Ihrem Verhalten aufgefallen ist, schließen die Fremdeinwirkungen nicht aus und leiten Ermittlungen in die Wege. Wait. She killed herself half a year ago? Then that means I've been here this whole time? What'll it take for you to forgive me? Please, end this. Just let me die. Nee, das wird zu einfach. Das wird zu einfach. So einfach kannst du dich nicht vor deiner Schuld verpäsen, Digga. White Day 2 war schon ziemlich trashig, aber ich mochte es trotzdem sehr gerne. Und hey, Mr. Nobody. Is this me? When did she draw this? I want to show the hidden side of girls. Their impulses. Their urges. What are you hiding inside? Eine ekelhafte Schlange. Don't worry about what people think. Ein halbes Jahr wird sie schon von diesem Schuldgefühl Danke. Geplagt. Wann kommt wieder Mario Maker? Liebe an dich und danke für die geilen Kindheitsmomente. Tatsächlich morgen im Stream. Sei dabei. 14 Uhr. Und Dankeschön für die 10 Euro. Oder heute, ja. Heute am Samstag.
I was so happy when my mom liked the first picture I drew. I could have had a different life, too. I guess someone finally did love me. Ja, die einzige Person, die dich geliebt hat, die hast du in den Tod getrieben. You actually noticed me. I never thought you would. Emily, what should I do? Und ich glaube, mit Amelie wirst du auch nicht mehr Freunde. Mies gelaufen, würde ich sagen, ne? Jo, gute Nacht, Kid. Ciao, ciao. Ja, das stimmt, Trostbefehl. Das könnte auch sein, dass es darum eigentlich geht. Dass sie hier nur entkommt, wenn sie sich selbst vergibt und nicht diese Suizidgedanken mehr hat. Lass uns morgen shoppen gehen, wir können reden, nur wir beide. Wir erzählen uns alles, was uns auf dem Herzen liegt. Geh nicht, Anita. Bitte verlass mich nicht. Swag einfach hinten. Emotionale Szene im Hintergrund, einfach Swag. Don't kill yourself, that's not swag. Aber das ist, was ich ganz am Anfang schon gesagt hatte, ne? Dass es vielleicht darauf hinausläuft, dass sie quasi hier gefangen ist, weil sie die ganze Zeit durchgeht im Kopf, wie sie auf dieses Haus hochgeht und sich selbst umbringt. Und daraus entkommen wird, wenn sie sich entscheidet, es nicht zu tun. And need only themselves to survive. Those who betray themselves to fit into a group are pathetic. There's no beauty in living like that. But I don't really mind. I just want someone to understand me. For those I love, and for those who love me, I want to keep moving forward and never look back. To 18-year-old me. Ja, das war doch ganz cool eigentlich. Das war doch eigentlich ganz cool.
Es gab halt nicht wirklich Gameplay. Es war halt, das Gameplay, was es gab, war halt das Laufen. Aber das ist ja okay für so eine kleine Experience. Dass es das Einzige an Gameplay ist, finde ich ganz cool. Moving day. It feels kind of scary leaving my hometown. But I'll be fine. I have my best friend with me. 5 Likes, ein Kommentar. Oh, Einsamkeit kriegt unter meine Haut. Nein, keine Einsamkeit. Was hat das jetzt mit Silent Hill zu tun? Ja, nur weil der jetzt nicht Pyramid Head war, ist es jetzt kein Silent Hill. Ja, das mit dem Schwanger check ich jetzt auch nicht. Wer war denn schwanger? Wer war jetzt schwanger? Und was ist jetzt mit dem Boy passiert? Der da war. Der für Maya da war. Wieso ist er weg? Es klang halt... Ab und zu mal klang es halt wirklich so... Als wäre sie schwanger gewesen. Und das würde dann auch irgendwie in dieses Bild reinpassen, dass sie Maya auch ihn genommen hat. Ja, oder so. Ist einfach nur eines der Mädchen, ja, die dort gesprungen sind, die Maya gezeichnet hat, ja. Kann auch sein, ja. Nee, Maya würde, für Maya wäre, glaube ich, also so das, was wir von Maya jetzt gelernt haben, ich würde nicht Maya als eine Person einschätzen, die, wenn sie schwanger ist, das als Grund ansieht, sich selbst umzubringen. Ich denke nicht. Das würde zu Mayas Charakter irgendwie null passen. Das mit dem Fluch in ihr ist, glaube ich, dass sie so wird wie ihre Mutter durch ihre Eifersucht. Ja, das klingt plausibel. Der Song klingt so ein typisch Silent Hill Song, den der Dingens Boy schreiben würde. Ich vergesse immer seinen Namen. Yamaoka. Die er normalerweise für Silent Hill schreibt. Akira Yamaoka. Ja, für so einen spontanen Drop aus dem Nichts ganz nett. Vor allem, weil ich absolut nichts erwartet hatte und bin eher damit dran gegangen, dass es eher mich enttäuschen wird. Weil es ist Free-to-Play und es ist von Konami. Als ob Konami uns was schenkt.
Sonst macht die Leibsache der Mom nicht so wirklich Sinn. Ja, wie Paul ja sagte, dass das wahrscheinlich eher da so gemeint ist, dass das Eifersucht ist. Dass die Mom den Fluch in ihrem Körper hat, der Fluch ist halt die Eifersucht. Und diesen Fluch hat sie auch auf ihre Tochter übertragen, weil ihre Tochter auch extrem eifersüchtig war. Aber sollte der Schwangerschaftstest, ja, wie Dingens, ne? Würde halt auch reinpassen, dass einfach eines von den Mädchen ist, die dort gesprungen sind. Da sind ja super viele Mädchen gesprungen. Und Maya malt ja dort die Bilder von den Mädchen, die gesprungen sind. Dass es eines der Mädchen ist, die gesprungen ist, weil sie halt schwanger war. Weil ansonsten, wir haben halt zu meiner Theorie gar keine Indizien gehabt. Dass ich ja gesagt hatte, dass Anita ihr den Boy weggeschnappt hat. Aber dazu haben wir null Indizien gehabt. Außer, hey, da war ein Schwangerschaftstest und der Junge ist weg. Aber wir haben ja gar kein Indizien dazu eigentlich. Also man kann es sagen, ja. Man kann aber auch genauso sagen, also es würde genauso glaubwürdig, also nicht glaubwürdig, aber man könnte auch genauso an der Stelle sagen, ja, es ist halt irgendein random Mädchen gewesen. Klingt cooler, nehmen wir das. War schon verwirrt, warum du sie am Ende so beleidigt hast. Ja, weil das hat irgendwie in meinen Plot irgendwie so reingepasst. Dass wir finden den Schwangerschaftstest, danach finde ich diesen Brief, wo sie sagt, halt, dass ihr der Typ genommen wurde, der Boy genommen wurde. Und dann, dass sie sagt, sie ist verflucht und ihre Mutter redet von Fluch in meinem Leib und damit meint sie irgendwie, dachte ich, sie meint das Kind und das hat irgendwie in mein Narrativ so perfekt alles reingepasst. Aber ja, das habe ich halt so ausgelegt, ne? Das kann man auch ganz anders auslegen. Ja, aber ein nices Game. War cool. Hat Spaß gemacht. Hat Spaß gemacht. Und ich bin immer noch sehr, sehr verwirrt, wieso wir dieses Spiel umsonst bekommen haben. Ich bin sehr verwirrt. Sehr, sehr verwirrt. Wer hat das jetzt entwickelt? Da stand, glaube ich, irgendwas von Backbone, Blackbone oder so. Wer hat das entwickelt? Vielleicht kommt noch was, was kosten wird. Ja, ich weiß nicht, ob die wirklich einfach nur damit ihre Dingens reinwaschen wollten. So ein bisschen irgendwie ihren Namen reinwaschen wollten und dem Namen Silent Hill irgendwie so ein positiv versuchen wollen, jetzt irgendwie so ein positives Standing zu machen, weil halt wirklich die letzten Silent Hills alle scheiße waren. Vor allem jetzt auch zuletzt das fucking Handy-Game. I don't know. Aber scheint mir zu gütig zu sein von Konami. Ist zu gütig.